Hallo und willkommen in meiner kleinen Dachkammer hier. Ja, und aus der kleinen Kammer hier, da schauen wir raus in die große, weite Welt des Kinos. Denn bei uns im Kinotipp, da erfahren Sie ja, was es Neues auf der großen Leinwand gibt. Und Sie erfahren unser Filmzitat der Woche. Da muss ich schon lachen, bevor es überhaupt erscheint. Sie sehen selbst, warum. Du musst dein Brot gut kauen, dann wird dein Kot gut braun, also nicht umgekehrt. Schon eine Idee, aus welchem Film das sein könnte? Ich gebe Ihnen gleich einen kleinen Tipp, aber erstmal gucken wir, was diese Woche so anläuft. Fakio Goethe 3, Finale der Schulkomödie um Aushilfslehrer Seki Müller. Jigsaw, Fortsetzung der Horrorfilmreihe um John Kramer. Wer hätte das gedacht? 2013, da kam ein Film ins Kino, der hatte einen Titel, da haben viele faustgeplagte Schüler gesagt, yo, das stimmt, den gucke ich mir auch an. Fuck you, Goethe, dass der so erfolgreich werden würde, das hat wirklich keiner geahnt. Erfolgreicher als Kokowé 2 und den Hobbit 2 hat er auch hinter sich gelassen. Platz 1 der Jahrescharts, Teil 2 hat es nicht mehr ganz geschafft mit dem ersten Platz. Es gab ja einen neuen Star-Wars-Film und, wie heißt es immer so schön, die Kuh, die wird gemolken, solange sie Milch gibt. Ja, und so haben wir jetzt Fuck You Goethe 3 vor uns. Gucken wir uns das mal an. Oder, um es mit Goethe zu sagen, der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen. Ihr seid überall Zecken und ihr müsst geimpft werden, damit ihr keine Hirnhautentzündung und eine geistige Behinderung bekommt. Ja, Chantal, da fragst du dich zu Recht. Ist es dafür nicht zu spät? Hm. Oh. Hast du gesehen, wie langsam er reagiert? Chantal! Warum steht da D-O-Kinder? Dog? Dog. Das ist das englische Wort für, wer weiß es? Ich weiß. Doktor! Shanti! Super! Mhm. Du hast wirklich alles gelernt, was du wissen musst. Du bist bereit für das Leben da draußen. Tja, was hält man von einem Film mit einer 3 hinter dem Titel? Der zweite Teil war, wie eben schon gesagt, ziemlich erfolgreich, aber eigentlich war auch ziemlich blöde. Die Erwartungshaltung war groß und deswegen sind auch viele Leute ins Kino geströmt. Aber was der Film mit seinen Charakteren da gemacht hat, das war wirklich schon ein bisschen blöd. Die hatte man so schön lieb gewonnen, diese schönen Figuren. Und jetzt waren es einfach nur noch Figuren für eine blöde Slapstick-Nummer. Also das hat echt nicht getaugt. Und die schöne Grundidee aus dem ersten Film, die ließ sich nicht in den zweiten transportieren. Ja, und in den dritten, wie ist denn nun der dritte geworden? Es hat sich nicht viel getan. So viel kann ich sagen, fast das gleiche Personal vor und hinter der Kamera und so bleibt eigentlich nur dieser eine typische Satz. Etwas für Fuck You Goethe-Fans, die kommen auf ihre Kosten. Hier, die neue Goethe-Statue. Seit wann raucht Goethe denn? Der Kopf von Che Guevara war 2000 Euro billiger. So, kommen wir doch mal zu unserem Filmzitat. Also das hier mit dem Brot und dem Kot und bloß nicht durcheinander werfen. Ne? Ja, ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp dazu. In diesem Film spielen 3 Hollywood-Stars mit, nur dass sie zu diesem Zeitpunkt noch gar keine großen Stars waren. Peter Fonda, Dennis Hopper und Jack Nicholson. Die 3 düsen auf Motorrädern umher, ja, und suchen eigentlich die große Freiheit, finden aber nur den Tod. Und Dennis Hopper hat Regie geführt. Damals hat man sich gedacht, wer guckt denn sowas überhaupt? Das Ding hat fast nichts gekostet und wurde ein gigantischer Erfolg. Ja, jetzt wissen Sie es vielleicht. Wissen Sie eigentlich noch, was 2004 für ein geiler Horrorfilm zu uns ins Kino kam? Das war Saw. Und wie ich eben bei Fuck You Goethe schon sagte, eine Kuh, die muss so lange gemolken werden, wie sie Milch gibt. Ja, auch Saw ist ordentlich gemolken worden. 6-mal. Es gab 6 Fortsetzungen, also insgesamt 7 Filme. Man hat ja fast gedacht, die Reihe ist zu Ende erzählt nach 7 Filmen. Aber Pustekuchen, jetzt kommt Jigsaw. Die Frage ist nur, wer steckt hinter den Morden? Denn Jigsaw, John Kramer, soll seit mehr als einem Jahrzehnt tot sein. Ach du Scheiße! Das kann doch gar nicht wahr sein. Nein! Hilfe! Hilfe! Sie fragen sich bestimmt alle, warum Sie hier sind. Zweifelsohne würden Sie bestreiten, durch eigenes Verschulden in die jetzige Lage versetzt worden zu sein. Sie können sich daraus erlösen, indem Sie Ihr Gewissen von all den Lügen reinigen, die Sie hierher gebracht haben. Ich möchte ein Spiel spielen. Scheiße, was geht denn hier ab? Nein!
Und der Mörder ist, ja, Pustekuchen, werde ich ihn ganz bestimmt nicht verraten, sonst kriege ich nachher Drohbriefe oder ich muss meinen Kot kauen oder irgendwie sowas. Nein, nein, also, der Mörder, den müssen Sie schon selber erfahren, und zwar im Kino in Jigsaw. Ja, der Film, der ist eher was für die jüngere Generation, die dem ersten Film sozusagen nachgewachsen ist. Und hier hat man humoristische Elemente reingepackt, ganz anders als in den ersten 7 Filmen. Und das wird sicherlich die Saw-Veteranen ein bisschen verärgern. Die Folterszenen, die sind allerdings so, wie man sie kennt, und das muss man mögen. Konnte das Opfer identifiziert werden? Ein Puzzleteil. Jigsaw ist doch vor 10 Jahren gestorben. Das ist nicht er. Ganz unmöglich. Das war bei der Leiche. Die Wahrheit wird Ihnen die Freiheit bringen. Wenn wir jetzt schon dabei sind, alte Sachen neu aufzuwärmen, machen wir das jetzt auch mit dem hier, mit dem kleinen Vampir. Vielleicht erinnern Sie sich ja, es gab eine Jugendbuchreihe, die habe ich immer super gern gelesen. Da gab es eine Fernsehserie. Jetzt kommt der kleine Vampir zu uns als Animationsfilm. Und auch mit der Stimme von Wigald Boning. Auf der Flucht vor Vampirjägern flieht der seit 300 Jahren 13-jährige Vampir Rüdiger und seine Familie zu Verwandten in den Schwarzwald. Deren 13-jähriger Sohn Anton freut sich endlich, einen echten Vampir kennenzulernen. Er liebt Gruselgeschichten. Gemeinsam versuchen sie, den Vampirjägern das Handwerk zu legen. Was? Anton? Auf einer fliegenden Kuh? Wer schießt auf meinen Sohn? Unsere Söhne. Wie kommt ihr hier rein? Wir sind Vampire, oder? Gut. Ihr seid Vampire, aber das sind unsere Kinder und keiner tut ihnen was an. Komm hoch, außer Reichweite. Manni, ich brauche Luftunterstützung. Hörst du mich? Ich habe ja damals auch die Bücher gelesen, aber davon habe ich in diesem Film überhaupt nichts mehr wiedergefunden. Also der Animationsfilm, der basiert nur ganz, ganz lose auf den Büchern, aber er erzählt trotzdem eine schöne Geschichte. Wie kann er denn qualitativ mithalten, muss man ja mal fragen, denn wir kriegen ja im Wochenrhythmus die Konkurrenz aus Amerika und aus anderen Ländern zu sehen. Also das klappt nicht so ganz. Die Animationen, die laufen einfach nicht so richtig rund. Hallo, der kleine Vampir. Unser nächster Film, der kommt auch aus Deutschland. Diesmal ein Realfilm, ja, und er greift auf ein Thema zurück, das die Deutschen sich ja immer wieder vornehmen, nämlich der Zweite Weltkrieg. Der Film spielt 1943. Er heißt Die Unsichtbaren. Wir wollen leben. Und er spielt in einer Zeit, in der die Reichshauptstadt offiziell für judenfrei erklärt wurde. Thioma Schönhaus fälscht Pässe und rettet so das Leben dutzender Verfolgter. Und die junge Vanni Levi hat sich die Haare blondiert, damit sie als Arierin gilt und unerkannt bleibt. Eugen Friede verteilt nachts Flugblätter für den Widerstand und versteckt sich tagsüber in der Hitlerjugend. Und Ruth Gumpel serviert als Kriegswitwe NS-Offizieren Delikatessen. So, was wollen wir denn machen mit dem schönen braunen Haar? Färben bitte. Aha. Ich musste mich ja verändern. Sie möchte sie blond haben. Haare schneiden blond. Und eine andere Frisur. Und, meine Nichte. Dann hat man drei Abende lang versucht, dass ich anders aussehe. Gut, wie blond wollen wir denn werden? Ich meine, andere Frauen sind auch blond geworden. Aus Eitelkeit oder aus Mode. Ja, ja. Bisschen Schmerz muss sein, wenn man hübsch sein will. Und das werden wir in einer Sitzung auch nicht hinkriegen. Dann müssen wir für morgen und übermorgen noch einen Termin machen. Gleiche Zeit wie heute? Ja. Gut. Wie heißt du? Hanni. Einfach nur Hanni? Hannelore. Hannelore. Und weiter? Winkler. Hannelore Winkler. Das war H und W, da konnte ich nicht viel vergessen an meinen Namen. Aber ich hatte nachher große Schwierigkeiten, meinen Namen wieder zu finden.
In dem Moment, als ich mir einen neuen Namen und ein neues Aussehen gegeben habe, bin ich jemand anderes geworden. Irgendwas ist von mir abgefallen. Dieser Film, das ist kein Spielfilm, es ist auch keine Doku, es ist eine Mixtur aus beiden. Es geht um die Geschichten von vier Juden und die werden nachgespielt. Allerdings, es gibt auch jede Menge Interviews mit Zeitzeugen, die werden immer wieder eingesprengt und das ergibt einen sehr interessanten, sehr authentischen Rahmen. Schöne Geschichte, gut, dass sie erzählt wurde. Ich hab doch gar nichts gesagt. Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ich muss ja gestehen, ich finde das toll. Bis auf eine Ausnahme kommen alle Filme, die wir Ihnen heute vorstellen, aus Deutschland. Ja, und auch unser nächster Film, Sommerhäuser, kommt aus Deutschland. Auch mit dem machen wir eine Zeitreise zurück, aber nicht wieder in den Zweiten Weltkrieg, sondern ins Jahr 1976, und zwar in einen schwülen, heißen Sommer. Der Gemeinschaftsgarten wird zum Schauplatz absurder Situationen. Die Erwachsenen können sich nicht über den Verkauf des Grundstücks einigen und die Kinder erkunden ungehindert das geheimnisvolle Nachbarsgrundstück. Da dringt die Nachricht über ein verschwundenes Mädchen in das sommerliche Idyll. Die Regisseurin Sonja Maria Kröner gibt mit diesem Film ihr Spielfilmdebüt. Und die Story, die macht ja eigentlich gar nicht viel her. Aber die Regisseurin, die hat so richtig was daraus gemacht. Das Ganze ist toll gespielt, toll gefilmt. Also ein super Start ins Filmbusiness. Ist doch wirklich ein kleines Fleckchen Paradies, was wir hier haben. Platz 5. Gleich zwei Plätze runter geht es für Cars 3 Evolution. Im Animationsfilm bekommt es Lightning McQueen mit einer neuen Generation Autos zu tun. Platz 4. Neu in den deutschen Kinocharts ist Geostorm. Der Katastrophenfilm mit Gerard Butler lockte über 100.000 Besucher ins Kino. Platz 3. Eine Position verliert Blade Runner 2049. Für die Fortsetzung des Science-Fiction-Kultfilms wurden seit Startrunde 690.000 Tickets gelöst. Er stellt eine Armee her. Sag mir, woran du dich erinnerst. Sie wissen, dass du hier bist. Platz 2. Der höchste Neuansteiger der Woche ist Schneemann. Den Thriller mit Michael Fassbender wollten rund 130.000 Zuschauer sehen. Ich denke, er mordet, wenn es anfängt zu schneien. Für wen lässt er den Schneemann da? Platz 1. Zum vierten Mal in Folge erreicht S die Spitzenposition. Die Stephen King Buchverfilmung wollten seit Start über 2,8 Millionen Besucher sehen. Hier, du kriegst es zurück. Das war's schon wieder mit unserem Kinotipp. Vorher löse ich natürlich unser ziemlich schräges Filmzitat auf. Ernährungstipps, die kommen dieses Mal von Easy Rider. Ja, die Jungs auf den Bikes, die wissen eben, wie man sein Brot kaut. Nächste Woche, da haben wir zwei neue Filme für Sie im Angebot. Einmal Tor Nummer 3 heißt Tag der Entscheidung und eine Biografie, nämlich Professor Marston and the Wonder Woman. Wie das alles geworden ist, nächste Woche erfahren Sie es hier. Und immer dran denken, kauen Sie Ihr Brot gut.